Lokalität haben, ne? Auf jeden Fall. Okay. Jetzt bist du wieder aufgestanden. Ja, aber... Warst du hibbelig oder was? Nee. Lampe, gut. Lampe, genau. Ich will noch mal ganz kurz, ich versuche noch mal eine SMS abzuschicken. Alles klar, läuft. Also es geht noch. Der Meier muss jetzt unbedingt noch eine SMS schreiben. Dann kehrt er zurück. Da sind ja Löcher drin. Guck mal her. Krass. Ist ja Anti. Überhaupt ist das eine ziemlich abgefahrene Construction hier. Ich glaube, da habe ich gestern hinter geschlafen. Da ist so ein Loch. Und da habe ich hier einen Ratzen gehört. Unfassbar. Naja. Ah. Ich fahre, läuft. Ja, das auch, aber pass auf, ich habe den Wecker jetzt auf 8 gestellt. Ist das in Ordnung? Ja, sicher. Weil wenn wir jetzt schon so pennen, die Schuhe, ja, das ist nicht so gut. Wenn wir jetzt sage umschreibe, um 8 Uhr einpennen, ne, was ja durchaus passieren könnte, wenn wir 1929 haben. Ja. Ne, dann werden wir ja 12 Stunden, werden wir ja nicht pennen, oder? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Ja, vielleicht doch, kann schon passieren. Mega. Jetzt ist auch der Durchzug ein bisschen weg, das ist gut. 12 Stunden haben wir jetzt gebraucht, ne? Waren wir unterwegs. Ja, kann sein. Warum eigentlich? Wir haben doch noch einen Klettersteig ausgelassen. Unfassbar. Dabei hatten wir doch bis da oben die Zeiten immer eingehalten. Was war da? Ja. Ich glaube, wir haben uns mit dem... Am Anfang war alles gut. Ich glaube, wir haben uns mit dem Bier so ein bisschen zu sehr beschäftigt auch dann, ne? Bier? Als wir da das Gipfelbier hatten, als wir dann aufgegeben hatten. Ne? Ich glaube, das ist es. Da haben wir einfach dann so ein bisschen resigniert, einfach mal 1-2 Stunden da gesessen. Wir haben noch nicht 2 Stunden da gesessen. Aber über eine Stunde, meine ich, haben wir da gesessen. Ja? Ja, war extrem. Und dann sind wir erst losgelaufen, im betroffenen Zustand. Aber ich fand, runter waren wir auch gut. Läuft doch, irgendwas ist da noch falsch. Warum hat das so lange gedauert? Auf keinen Fall. Wir haben auch keine Stunde gesessen. Nee. Doch, lange gesessen haben wir da definitiv. Mit einer Stunde. Ah, schon ordentlich. Scheiße, ich wollte Nasenspray. Nee, Mensch, Benno, das, denk doch mal mit, ey. Was weiß ich von deinem Nasenspray? Was bringt das denn? Was nützt das? Erzähl mir das mal. Oh, das stinkt. Ja, das ist ekelhaft. Ich habe auch meine Socken noch an. Das ist ganz krass. Boah, die Fürze springt. Die Beine. Natürlich. Jetzt habe ich das auch gecheckt, warum du da unten liegst. Ach, da ist noch eine Decke hinter. Nee, stimmt gar nicht, da kommst an die Matratze. Ich könnte dich damit nerven, ey. Das ist cool. Wo ist nochmal der Skistock her? Wo sind meine Teleskopstöcke? Ich weiß nicht. Ich hab die sind am Rucksack. Brauchst du die jetzt, oder? Ja, dann könnte ich oben stochern. Nein, das mache ich nicht. Aber weißt du, was krass ist? Hier ist so ein Loch in der Wand da hinten. Und da kann man dann rüberstochern zu den anderen. Echt? Ja. Hier, da. Das ist ein direkter Durchgang. Wenn man da mit der P7 mitten in der Nacht reinläutet, dann läutest du den direkt ins Gesicht. Das ist gut. Das ist geil. Das jetzt stell dir mal vor, du bist ja nachts, wachst du wie immer auf um 12 oder so. Ja. Und gehst hier so vorsichtig leise hin. Und dann machst du die P7 an und... Das ist natürlich nicht schlecht. Da werden die sich mega freuen. Absolut. Warte. Und dann machst du wieder aus, als wenn nichts gewesen wäre. Guck mal, wie das drüben ankommt, ne? Ja, geh mal hin. Pass auf, geh mal rein. Ja. Dann geh mal. Moment. Da. Nein, Luftwand! Das ist genau beim Kopfkissen. Ja, und der ja, eben. Und der Raum ist jetzt mega beleuchtet, oder? Ja, die hätten dich so dissen können, die Nacht, ne? Haben die auch. Der eine hier, der hier gelegen hat, wo ich jetzt liege, der hat geschnarcht wie Socke. Echt? Ja, das war mega pornös. Das ist ein bisschen pseudomäßig mitgemacht. Ja, das ist klar. Ich habe natürlich geschnarcht. Geh doch mal, Köttel. Mach das. Tu dir keinen Zwang an. Jetzt ist die Tür wieder auf. Ich werde erfrieren. Unfassbar. Unsägliche 7:30 und wir pennen. Unsäglich. Ach, da stehe ich manchmal erst auf. So schön. Na, ich werde die Cam jetzt hier bereitlegen, falls irgendwas ist. Wenn die nebenan einziehen, dann mache ich nochmal an, weil ich dann ja da durchleuchten werde. Aber nur, wenn ich da noch wach sein sollte. Sonst natürlich nicht. Krass. Naja. So. Tut die Arme weh? Tut der Kopf weh?
die Ellenbogen weh, die Beine weh, gerade Füße. Ne, mir tut eigentlich hauptsächlich die Füße tun mir weh. Und insgesamt ist halt die Energie weg. Ja. Der Zustand ist einfach nicht gut, ist kritisch einfach. An sich, sonst die Oberschenkel zum Beispiel merke ich gar nicht. Die Waden ein bisschen. Baden merke ich ein bisschen. Also laufen gehe ich, laufen würde ich jetzt noch. Arme auch nicht mehr. Füße nicht mit. Aber na klar, die Energie. Also man müsste irgendwie an Energie kommen. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt dann doch mal schlafen, dass dann morgen irgendwie so das große, weißt du, so das große Erwachen ist, so dass man dann auch plötzlich merkt, oh, da geht wieder was. Ne? Hoffe ich. Wir werden es erleben. So leiden morgen. Kann natürlich auch sein. Ja, oder so, weil wir noch 700 Meter runter. Das ist auch das erste Mal, dass ich mich so fühle. Nach so einer Tortur. Ja, es war doch pornös einfach. Es war pornös. Ja, aber ich sag mal so. Wir haben sogar den Grat gesehen. Mann, keine Intention, ist er da hochgegangen. Ich weiß nicht, um sich zu töten oder zu quälen oder. Weißt du, du kannst auch genauso gut einfach Reißzwecken in deine Schuhe kippen, ja, genau, und dann einen Halbmarathon laufen. Da hast du ein ähnliches Gefühl. Ja. Da musst du nicht zum Hocheck hoch. du musst überhaupt nicht zum Hocheck. Ja, das ist Blödsinn. Das dauert viel länger. Ja. Ja, und nee, einfach nee. Ich glaube, dass der einfach einsam war. Und zu Hause kannst du es auch machen. Und der ist heute in einem Hub ist der hoch. Ja. Von Ramsau. Ich meine auch. Bis Hocheck. Sowas hat er irgendwie erwähnt, ne? Und zurück. Ja, klar. Da lache ich. Na klar. Das glaube ich nicht. Aber wenn Püppi hier in einer Stunde auf dem Watzmannhaus rauf und runter und so, dann... Gut, nur weil wir uns das nicht vorstellen können, dass es nicht halt nicht... Eben, das kann ja sein, dass es Leute gibt, die das können. Ja, aber wie gesagt, in unserer Welt gibt es diese Menschen ja, nicht. Ja, das stimmt, hast du recht. Übrigens, hatten wir eigentlich zwei Porno-Ladies oder drei? Ich glaube, da waren drei Ladies, aber Porno will ich jetzt nicht bezeichnen. Das war schon eher schlimm. Ich fand es selber gut, dass die da bei uns diese Vorhänge vorgezogen haben. Aber ansonsten so, wer hier so in der Hütte bewirtschaftet, so, ne? Weißt du, was ich glaube? Nur so das Girls. Das Loch, was du da unten hast, ne? Ja. Das ist gar kein Loch, nee. Wo man Licht durchlassen kann. Soll ich dir sagen, was das ist? Das ist ein ganz klares Glory Hole. Da passt meiner aber nicht durch. Das ist nicht dazu da, dass man da Licht durchlassen kann. Was ja auch schon eine ziemlich beschränkte Überlegung wäre. Nein. Aber die anderen haben sie zugemacht, die da oben sind. Ja, gut, kam ja auch keiner dran. Athletisch sein. Halleluja. Aber weißt du, ja, geht was. Ja, komm. Nee. Ja, wenn es kalt ist, wenn er klein ist, passt er vielleicht durch. So. Würde ich jetzt sagen, das waren jetzt viele weise Worte zur guten Nacht. Ne? Und ja, mit diesen Statements gebe ich dann wieder zurück ins Funkhaus und wir melden uns dann morgen im strömenden Regen wieder, wenn wir diesen Ort verlassen. Das wird ganz spannend. Du hast deinen Knips dabei. Nee, habe ich nicht. Das wird super spannend, aber ich habe dafür die Fleece, hier diese Softshelljacke, die nicht wirklich dicht ist, habe ich dabei. Kreuz aufspannen als Regenschirm benutzen? Das können wir, glaube ich, knicken. Vielleicht haben die aber hier auch Schirme, die hier verkaufen. Die oder so. Brauchen. Ja. Ja, die brauchen dann sowieso nicht, wenn die barfuß jetzt noch draußen rausgehen und so. Unfassbar. Naja, auf jeden Fall werden wir morgen hier aufbrechen und dann sehen wir mal, wo wir unterkommen. Das ist auch völlig fraglich. Und ja, schauen wir mal weiter, ne? Alles klar. Also bis morgen.